Da wir ja in Baloo leben, wäre es ganz schrecklich für uns, wenn in Baloo eingebrochen würde oder er im Worst Case sogar geklaut würde. Dafür haben wir uns eben auch ein paar Sicherungen überlegt, wie wir dem entgegenwirken können. Ja, das möchten wir euch in diesem Video vorstellen. Wundert euch nicht, wenn wir am Anfang des Videos noch in dicken Klamotten sind, weil wir haben mit den ersten Maßnahmen natürlich zu Hause angefangen. Da war es noch März und kalt, was wir verbaut haben. Und die letzten haben wir tatsächlich erst hier auf der Reise montiert, weil es halt so peu à peu ging und wie wir Zeit hatten. Jetzt haben wir Baloo hoffentlich rundum gegen Einbruch gesichert. Und was wir da genau gemacht haben, das seht ihr in diesem Video. Um die Türen von unserem Fahrerhaus zu sichern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also eine Sache ist, ein ganz großer Schwachpunkt an diesem Jumper Ducato Boxer ist, dass man dieses Schloss ganz einfach knacken kann, indem man mit einem Schraubenzieher hier drunter durchsticht und dann kann man die Zentralverhebelung aufhebeln und dann hat man freien Eintritt. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen haben wir hier und an der Hecktüre, wo ebenfalls so ein Schloss ist, ein sogenanntes Prickstop-Blech verbaut. Das ist ein Edelstahlblech, was von innen als Verstärkung hier gegen geschraubt wird. Und damit kommt man da eben mit diesem einfachen Trick nicht mehr durch. Also wir haben uns sagen lassen, ein geübter Knacker hat das in 2 Sekunden auf mit einem Schraubenzieher. Und wir haben es leider nicht gefilmt. Es war hier an der Fahrertür ein bisschen frickelig. Man musste halt diese Verkleidung innen abnehmen und ein bisschen fummelig. Aber es war zu machen. An der Hecktür dagegen ging es sogar super einfach. Das hatte man echt in 10 Minuten montiert. Und da haben wir jetzt schon mal einen ersten Schutz. Hier an der Beifahrertür ist kein Schloss. Dementsprechend kann man hier auch nichts aufhebeln. Da brauchten wir also nicht diesen Prickstop anzubringen. Eine andere Methode, um ins Fahrzeug zu kommen, ist halt diese kleine Scheibe hier einzuschlagen und dann einfach von innen aufzumachen. Einige helfen sich dann damit, indem sie innen von Armlehne zu Armlehne ein Spanngurt spannen. Dann kann man die Tür eben nicht so ohne weiteres aufmachen oder sogar eine Kette oder eine Stange. Das hat natürlich den Nachteil, dass man die Vordersitze dann auch nicht benutzen kann, wenn man das zum Beispiel machen will, wenn man drin ist und sich dagegen sichern will, dass jemand einbricht. Also außerdem finden wir das dann auch ziemlich umständlich und werden es wahrscheinlich, wie wir uns kennen, dann sowieso nicht machen. Und dafür haben wir uns jetzt noch eine andere Lösung überlegt. Die Tür wird mit einem Karabinerhaken und einer kurzen Kette gesichert. Und dazu habe ich jetzt hier die Schraube von der Türtasche oder wie das Ding heißt, rausgeschraubt. Und da kommt jetzt dieses Teil rein. Erst hatte ich gedacht, es kommt so, dann kriegen wir aber die Tür nicht mehr zu. Wäre also doof. Also, das kommt jetzt so, dass das Teil nach innen zeigt und dann schrauben wir das mit der Schraube wieder fest. Ja, diese Kette kommt daran. Die ist natürlich schön hier mit Nylon ummantelt, dass es uns nichts zerkratzt. Das wird einfach hier eingehakt. Und das andere Ende kommt unten an die Halterung vom Sicherheitsgurt. Und dann kann man die Tür nicht mehr öffnen. Hier haben wir jetzt eine Sache für unsere Schiebetürensicherung. Wir wollen ja verhindern, dass jemand die Schiebetür aufbricht und einfach mit Gewalt nach hinten schiebt. Und dafür haben wir hier uns ein Diskusschloss besorgt. Der Vorteil von dem Diskusschloss ist, dass man es nicht aufsägen kann, weil der Riegel hier eine Rundung hat und wenn der hier drin sitzt, man überhaupt keine Angriffsfläche zum Öffnen, zum Zerstören hat. Um die Position des Loches zu bestimmen, haben wir hier eine Schablone bekommen. Die schieben wir hier auf diese Schiene drauf, schieben wir bis zu der Kappe hier und können dann dass die Position des Lochs bestimmen. Durch. Nee, abgebrochen. Hier brauchen wir einen 7er Bohrer. Das ist ja schon relativ groß. Ich habe mit einem 3er Bohrer angefangen. Ich dachte, kleines Loch geht auch viel einfacher. Und man sieht hier, der Bohrer ist relativ schnell abgebrochen.
Wahrscheinlich müssen wir also bessere Bohrer kaufen, die für Edelstahl auch geeignet sind. Wir wollten ja das Loch noch bohren für unser Schloss und da war ja letztes Mal der Bohrer abgebrochen. Jetzt habe ich einen vernünftigen Bohrer, also HSS, einen ziemlich hochfesten Stahl und auch hier ein Mittel zum Kühlen. Es ist jetzt kein direktes Schneidöl, aber man kann auch mit WD-40 oder Nähmaschinenöl zumindest die Temperatur hier ein bisschen abführen. Und dann hier zweiter Gang, also hohe Drehzahl und wenig Vorschub. Damit hat es ein bisschen gedauert, aber das Loch ist jetzt durch. Ich habe jetzt hier mit einem kleineren Bohrer erstmal angefangen und werde nachher den passenden großen Bohrer nutzen und das Loch dann aufbohren. Ja, das Loch ist drin. Wir haben ja zuerst mit einem Dreier gebohrt, dann hatte ich noch einen 6,5er und dann habe ich den mit dem 7er dann eben das endgültige Loch produziert. Und jetzt probiere ich mal aus, ob das Schloss hier reingeht. Ja, unsere Hecktür wollen wir natürlich auch sichern. Und dazu haben wir hier dieses Schloss von Heo Solution. Das kommt hier dran. Also es wird so befestigt. Und wenn es dann geschlossen wird, wird es hier gedreht. Dann verriegelt es hier die Tür und man kann die nicht mehr aufmachen. Außerdem haben wir hier noch den Prickstop als zusätzliche Sicherung. Und damit dürften wir das Auto dann rundum, so gut es geht, gesichert haben. Die Hecktür wollen wir von außen sichern und nicht von innen, wie das viele machen. Es gibt hier einige, die machen das von innen, indem sie da oben an dem Schloss so einen Riegel anbringen, den sie von innen mit einem Stift oder Schloss oder so verschließen. Dann kann man die Tür auch nicht mehr von außen öffnen. Das möchten wir aber nicht, und zwar aus dem Grund, weil wir haben ja schon die beiden Fahrerhaustüren von innen gesichert und verlassen das Auto durch die Schiebetür. Die Schiebetür kann man nicht mit dem Schlüssel öffnen, sondern nur mit der Zentralverriegelung. Wenn dann mal diese Zentralverriegelung ausfällt, sei es, weil die Batterie leer ist oder bei uns hat sich die einfach auch mal aufgehängt und hat nicht mehr funktioniert, dann wäre hier die einzige Möglichkeit, mit dem Schlüssel ins Auto zu kommen. Und wenn wir das dann von innen verriegelt haben, dann kommen wir gar nicht mehr rein. Das möchten wir natürlich nicht. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das Schloss hier von der Außenseite dran zu machen. Hier habe ich jetzt einen Bohrer, 3,2 mm, und damit bohre ich jetzt die Löcher für die Schrauben. Wir haben hier im griechischen Baumarkt leider nur den Rostschutz Primer gefunden. Wir hätten gerne eigentlich nur so ein kleines Fläschchen mit irgendeinem Lack gehabt oder einem Rostschutz, aber das tut's auch. Es ist halt nur eine ziemlich große Dose. Es ist leider hellgrau und wir hätten eigentlich gerne auch das in weiß gehabt, aber es macht ja nichts. Es kommt ja sowieso das Schloss darüber. Ja, und damit haben wir die letzte Sicherung, die wir hier anbringen wollten, an Balu fertig. Das ist jetzt also das Schloss. In der Position ist es geöffnet. Und so kann ich den Schlüssel nicht abziehen, wenn es so ist. Also so sollte ich es dann nicht lassen. Und in der Position kann ich abziehen und es ist verriegelt. Man kann jetzt die Tür hier nicht mehr aufmachen. Was jetzt noch ein möglicher Schwachpunkt ist beim Auto, also als Einstiegsmöglichkeit, sind natürlich die Fenster vom Aufbau. Da haben wir jetzt keine speziellen Sicherungsmaßnahmen getroffen,
Die Fenster haben hier diese vier Hebel, also da zwei und hier zwei. Das ist bei allen Fenstern gleich, auch hinten bei den kleinen Fenstern. Und also ich habe gesehen, es gibt Fenster, da kann man diese Hebel, wenn man von unten durchsticht, einfach aufhebeln. Und dann kommt man natürlich rein. Dafür gibt es auch extra Sicherungen, die man da rüber stecken kann. Das ist bei uns aber nicht nötig, weil unsere Fenster, das sind ja hier diese Belluna-Fenster, die haben hier schon eine Verriegelung drin, die wir auch immer zumachen, wenn wir das Fenster schließen. Und dann kann man eben diesen Hebel nicht mehr aufmachen. Und ja, natürlich kann man mit brachialer Gewalt trotzdem dieses Fenster aufbrechen. Aber es ist jetzt wieder mal nicht ganz so einfach, wie als wenn es gar nicht gesichert wäre. Und zusätzliche Sicherungen wären jetzt sehr kompliziert und schwierig umzusetzen. Deswegen leben wir jetzt mit dem Zustand so, wie das ist. Wir sind jetzt wieder zurück in Deutschland, haben mehrere Monate im Ausland verbracht, sind mit Balu rumgefahren und es hat sich so ganz gut bewährt mit den Schlössern, die wir hier überall an Balu angebracht haben. Ja, hat funktioniert, ne? Ja, hat keiner das Auto geknackt. Ob es jetzt daran liegt, dass die Schlösser eine abschreckende Wirkung haben oder ob es sowieso keiner geknackt hätte, das wissen wir natürlich nicht. Und was auch klar ist, dass es keine absolute Sicherheit gibt, wenn jetzt wirklich jemand partout dieses Auto aufbrechen will und entsprechend ausgerüstet ist, wird ihm das natürlich trotz der Schlösser gelingen. Unser Anliegen ist eben, dass es schon den Leuten schwer gemacht wird, dass eben ein Gelegenheitsdieb oder Einbrecher dann sagt, okay, dann wende ich mich dem nächsten Wohnmobil zu, was nicht gesichert ist. Davon gibt es ja auch noch genug. Ja, sorry, falls ihr das seid. aber ihr habt ja jetzt auch Ideen bekommen, was man machen könnte, um das Wohnmobil ein bisschen abzusichern wenigstens. Also wir fühlen uns jetzt gut damit. Wie der Marco schon sagt, das Handling hat sich bewährt. Ist natürlich immer ein bisschen lästig, immer auf und zu schließen, aber da haben wir uns jetzt auch gut dran gewöhnt. Was als nächstes noch sein könnte, wäre eine Alarmanlage. Aber dazu sind wir eben vor der Abreise nicht mehr gekommen und jetzt zwischendurch haut das auch nicht hin. Und wir hoffen einfach, dass das so reicht, wie es jetzt ist. Genau. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Lasst gerne einen Kommentar da, verratet uns doch mal, wie ihr euren Van sichert oder ob ihr ihn überhaupt sichert oder ob ihr sagt, Hauptsache gut versichert. Das könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare schreiben. Und falls noch nicht geschehen, abonniert unbedingt den Kanal.